Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Emmy, herzlich willkommen zurück bei einem neuen Long Dark Special, sag ich mal. Und zwar habe ich mir einen Modus überlegt. Ja, wir hatten ja den Reisenden gespielt und wir sind ja super ausgestattet und dann, das ist ja immer der Anfang, ist immer das Schwere. Wenn man das erstmal hat, ja, dann ist man ja, dann ist man schon mal etabliert und dann wenn einen dann nicht die Wölfe fressen, hat man das eigentlich ganz gut hinbekommen. Ich habe mir einen neuen Schwierigkeitsgrad für mich selbst überlegt. Und zwar spiele ich oder möchte ich probieren den Überlebensmodus auf Schleicher. Aber ich möchte so tun, als hätten wir einen Dauerlagerkoller. Das heißt also alles, was draußen ist ganz normal. Drinnen allerdings dürfen wir nur looten, was sichtbar ist. Und keine Schränke aufmachen, keine Möbel zerlegen, keine Vorhänge zerreißen. Also nur das, was sichtbar ist, wird innen gelootet und es wird auch nicht innen geschlafen oder gerastet. Also das heißt, wir gehen rein, wir looten und wir gehen wieder raus. Ausnahme, wenn wir, da weiß ich aber noch nicht, wie weit ich die Ausnahmen mache. Wenn wir irgendwann mal genug Fälle haben, dass wir uns irgendwelche Mäntel oder sowas, Mützen, Handschuhe, sowas machen wollen können, ob ich dann mir erlaube, irgendwo hinzugehen, wo so ein Tisch ist. Oder es gibt ja auch Tische, die draußen stehen. Also durchaus möglich, dass ich dann sage, nein, auch das machen wir nur draußen. Ja, es ist also, es ist wahrscheinlich nicht einfach. Es wird wahrscheinlich recht schwierig. Und auch da ist natürlich immer der Anfang das Schwere. Wenn man sich erstmal etabliert hat, auch in dem, wenn man so spielt, ist man eigentlich durch. Dann kann einem nicht mehr viel passieren, ne? Wenn man erstmal eine Waffe hat. Ach ja, und was noch dazu kommt, ist, es wird nicht gesammelt. Das heißt also, wir gehen nicht hin und lagern unser Zeug irgendwo ein in irgendein Haus oder sowas. Wir nehmen das mit, was wir tragen können, und was wir nicht mehr tragen können, muss halt liegen bleiben. Kann man später nochmal hin, kann man sich später nochmal holen, aber erstmal muss es liegen bleiben. Ja, das sind soweit die Regeln, und dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal, wie es losgeht. So, wir starten zufällig, auch das ist ein großes Risiko für mich, weil es gibt viele, viele Karten mittlerweile, die ich überhaupt gar nicht kenne. So, wir nehmen einen weiblichen Protagonisten und wir nennen sie Anna. Und dann bin ich mal gespannt, was Anna so macht, wie weit sie kommt, wie lange sie lebt. Ja, wie lange kannst du überleben, Anna? Da wollen wir mal schauen, wie weit wir es bringen, wir beiden. Du und ich. So, jetzt muss ich noch eben meine Uhr anmachen, damit ich weiß, was los ist. Gell? Uhr, geh an. Oh, mal gucken, wie viele Minuten wir überleben. Ja, und dann schauen wir mal, wo sind wir denn überhaupt? Gebirgsstadt. Okay, das ist eigentlich eine schöne Sache, wenn man drin sein darf. Sonst nicht so. Da muss ich mal gucken, wo sind denn hier überhaupt Höhlen in der Gebirgsstadt, weil das ist ja das, ne, was uns im Endeffekt am Leben hält, die Höhle. Irgendwo werden wir eine Höhle finden müssen. Es gibt so ein paar Orte übrigens, die nicht instanziert sind, wo ich mir dann auch erlaube zu bleiben, ne. Zum Beispiel die Hütte oben am Wolfsberg ist nicht instanziert. An der Küstenstraße oben der, oben der Aussichtspunkt, genau wie hier am Dingens am See, der Aussichtspunkt, sind nicht instanziert. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Durchgangshöhlen, die instanziert sind, da dürfen wir natürlich durchgehen. Keine Frage, da dürfen wir auch looten, also Kohle und sowas dürfen wir da mitnehmen. Ist ja klar, ne? Aber, wo sind wir hier? Ach, wir sind hier, sind die beiden Klos. Hier vorne ist irgendwo. Hier, sag ich doch. Hier sind irgendwo die Tanke, ne? Hier ist irgendwo die Tanke.
Ja, also wie gesagt, reingehen dürfen wir. Oh, hier ist sogar eine Feuertonne, guck mal. Sehr schön, hier können wir sogar Feuer machen. Wie sehen wir denn aus überhaupt? Minus 11 Grad. Das geht ja noch. Guck mal hier, den nehmen wir auch noch mit. Und den nehmen wir auch noch mit. Und die Steine nehmen wir auch noch mit, damit wir was zum Werfen haben, falls mal was ist. Wir sind böse, böse, böse sind wir. Wir werfen mit Steinen. So. Ja, also wie gesagt, ich habe null Checkung, wo hier Höhle ist. Und das ist nicht gut. Ich muss auf jeden Fall wissen, wo hier eine Höhle ist. Wir müssen eine finden oder was ähnliches, was Vergleichbares. Also hier, dieser Raum hier wird garantiert instanziert sein. Das heißt, für uns ist er gesperrt als Übernachtungsraum. Wir dürfen jetzt reingehen, dürfen gucken, was drin los ist. Ja. Dürfen das Buch mitnehmen. Und dürfen das Öl mitnehmen und die Flair. Und da dürfen wir schon mal nicht reingucken. Wollte wissen, was da drin ist, was wir hätten haben können. Ah, ich glaube, wenn wir das machen, dann wird es echt gemein. Dann ärgere ich mich. So, was haben wir hier noch? Werkbank. Aber auch diese Werkbank ist in einem Innenraum. Das heißt also, auch da dürfen wir nicht reingucken. Die Schublade nicht. Auch hier dürfen wir nicht reingucken. Die Mütze allerdings, die dürfen wir mitnehmen. Die liegt ja hier rum. Kartons oder sowas zerreißen ist nicht. Der Schrank ist auf, also da, der Riegel ist unser. Was denn, was haben wir denn hier noch? Farbe? Nö. Die brauchen wir nicht. So. Ja, also wie gesagt, ich gucke gründlich, ne? Das ist jetzt nicht. Nicht, dass ihr denkt, ne? Aber. Ich muss ja schon gründlich gucken. Ja, dann würde ich sagen, lass uns die Mütze mal aufsetzen hier. Hier, zack. Ja, damit. Das hat die 0905. Danke. So, was haben wir denn überhaupt? An Klamotten. Naja, das ist ja. Aber wir haben Hut. Hut. Wir haben Mütze, Handschuhe. Da heißt also, Erfrierungserscheinungen an den Stellen sind schon mal nicht mehr. Wir haben einen Verband. Wir haben ein paar Streichhölzer. Wir haben ein paar Stöckers. Ein Buch, was wir gerade mitgenommen haben. Oh, wir haben reichlich zu trinken. Wir müssen mal Wasser machen, auf jeden Fall. Naja, dann würde ich sagen, hinaus mit uns. Einmannpackung. Ja, wenn ich mal eine hätte. Eine Einmannpackung. Das wäre schön. So. Ganz schön kalt hier. Das sage ich euch. Was haben wir denn hier? Haben wir schon alles abgemäht? Ja. Ich habe gerade so null Ahnung, wo wir sind. Ne? Ich habe gedacht, wir wären hier in der Nähe von der Tanke, aber anscheinend ja wohl doch nicht. Aber spätestens, wenn mich die Wölfe haben, dann weiß ich es. Dann sind wir im Himmel. Guck mal, hier haben wir noch... nehmen wir noch Stöckers auf jeden Fall. Die nehmen wir schon mal mit. Unsere besten Freunde. Schnelles Feuerholz. Werden wir auf jeden Fall brauchen. Kann man gar nicht genug von nehmen. So. Ja, hier haben wir ein Tier. Hier schon mal die Federn wenigstens. Ne? Ich gucke auch nicht rein. Das ist nämlich dann schnell rum. Aber die Stöcker nehme ich wieder mit. Keine Ahnung, wo wir gerade sind. Da unten ist noch ein Reh. Und da ist eine Straße. Aha. Na dann. Ist hier noch eine Höhle irgendwo. Das wäre doch schön. Das sah gerade so höhlig aus hier. Aber nein, natürlich nicht. Hier irgendwo? Nein, natürlich nicht. Mann, hier könnte doch mal eine sein hier. Was ist denn hier? Kein Wind hier. Kein schlechtes Wetter, bitte. Nee. Nix Höhle. Ey. Hast du nix Höhle? Ach du großer Gott. Ja, hier ist ein Wolf. Hier war immer ein Wolf. Oha.
Ich glaube, hier war ein Wolf, wenn ich mich nicht recht täusche. Junge, 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 wo sind wir denn hier? Oh, Stück aus. Die nehmen wir mit. Lass die nicht liegen. Ja, du hast auch Handschuhe an. Also bitte. Tja, da ist die Kirche. Okay. Dann ist so, dann sind wir hier hinter der Kirche. Dann laufen wir da Richtung Stadt. Nehmen wir mit hier noch. Dann laufen wir da Richtung Stadt. Und da laufen wir Richtung Bärenfalle. Bärige Falle. Da ist ein Auto. Autos dürfen wir natürlich mitnehmen. Autos sind draußen. Na, also dürfen Autos natürlich mitgenommen werden. Aber ich habe immer noch keine Höhle. Ich habe auch immer noch keine Ahnung, wo eine Höhle ist. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Aber ich habe ein paar Rohrkolben. Na, immerhin. Ein paar Rohrkolben. Die haben wir schon mal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So ganz ohne Rückzugsort ist echt nicht nett. Gar nicht nett. So, dann holen wir hier noch. Holen wir uns die hier noch. Und wenn du dann eine Höhle hast, dann ist es eine Bärenhöhle oder was. Das ist natürlich... Also wie gesagt, so gut kenne ich die Karte hier leider nicht. Man könnte auch jetzt Kaninchen werfen, ne? Wenn man Steine... Ich habe Steine, glaube ich. Also wäre eine Möglichkeit, ne, um an Essen und an Pelz zu kommen. Weil da vorne lief gerade eins. Deswegen fiel mir das mal so ein. Aber ich glaube, warte mal, wenn man hier die Straße hier weiter hochläuft, auf der rechten Seite kommen irgendwann mal Höhlen, glaube ich. Tja, ja. Mit hier. Wasser muss ich noch. Ich muss was zu trinken haben. Und hier ist. Hier sind oft Wölfe. Ich weiß es genau. Das ist schon ein geliebtes Geschick, dass sie nicht hier sind. Na, der ist natürlich zu. Das ist natürlich super. Eckart. Das ist natürlich super, dass wir da nicht rein können. Was haben wir hier noch? Ah, Streichhölzer. Da kommt man nicht mehr... Doch, komm mal wohl dran. Oh, krass, da kommt man nicht mehr dran. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir haben die Texturen ein bisschen geändert. Aber hier haben sie immer noch nichts drin, ne? So. Ah, da wollte ich auch mal gucken. Guck mal hier, das ist jetzt so ein kleines Auto, ne? Hier haben wir jetzt 0 Grad. Weil wir gerade da vorne so einen großen stehen haben. Mal, wir gehen erstmal hier rein. Erstmal wie ich wissen, was hier los ist. Wenigstens einmal gucken. Instanziert nichts für uns. Einmal gucken dürfen und dann hört es auch auf. Den dürfen wir nicht aufmachen. Haben wir hier Dose, Tomatensuppe. Stapel Papier, ein Buch, noch ein Buch, Buch, Buch. Oh, da können wir Feuer machen. Das ist schon mal gut. Fließhandschuhe. Das hat noch ein Buch. Ah, Bücher genug. Den lassen wir mal zu. Weil wir müssen Holz. Ah, Lagerfeuer ausgebrannt. Noch was? Messer. Ah, gut aufgepasst. Und ein Verband. Wir haben schon mal ein Messer. Das ist ja schon mal gut. Damit sind uns schon mal die Dosen sicher. Damit sind uns schon mal die Dosen sicher. Ein Stoff, den nehmen wir auch mit. Auf jeden Fall. Aber... Ah. Nein, wir dürfen ja gar nicht. Stoff ist ja... Nein, dürfen wir ja gar nicht mitnehmen. Wenn man das einfach mitnehmen könnte, hier den Schal, dann ja, aber... Wenn man den zerlegen muss, dürfen wir das nicht. Also lassen wir den Stoff schön liegen. Ja, so ist das. So, dann gehen wir mal weiter hier. So, ich wollte nämlich hier in dieses Auto mal gucken. Ich glaube nämlich, dass diese Autos durchaus wärmer sind von innen.
Der eine hatte 0 Grad gerade, ne? Der hat auch 0 Grad. Hm. Dann kam mir das nur so vor. Ich habe gedacht, die wären deutlich besser isoliert, die Großen. Aber nein. So, dann würde ich sagen, da ist noch ein Auto. Da ist ein Reh. Naja, solange dann Reh ist, ist er auch kein Wolf. Ne? Aber ich brauche trotzdem eine Höhle. Irgendwo müssen wir ja bleiben. Der Bauernhof hat draußen noch so einen Außenbereich. Da könnte man auch bleiben. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Versuchen wir mal dahin zu kommen. Dann kann man den Bauernhof, da kann man auf jeden Fall reingehen und looten. Oh Mann. Die sind doch garantiert Wölfe. Guck mal, wie das hier aussieht. Die sind doch garantiert Wölfe. Da sind Rehe. Rehe sind okay, oder? Rehe sind gut. Gutes Reh. Gipfelbrause, jawohl. Und schon wieder Rennfahrerhandschuhe. Naja, das Leder können wir für Schuhe brauchen, ne? Auf jeden Fall. Ja, aber ich will nichts markieren. Ist auch zu, der Kofferraum. Kommen wir nicht dran. Da kommen wir nicht dran. Da ist noch ein Auto. Da gucken wir auch noch rein. So. Kofferraum. Nein. Ach, da ist ja noch oben dieses Häuschen. Ah, jo. Jetzt weiß ich, wo wir hingehen können. Da ist ja noch dieses Häuschen da oben. Da gehen wir gucken. Ist nix. Oh, der. Ja, ich erinnere mich. Warte mal, da müssen wir. Wo waren das genau? Eieieiei. Das war da oben, war Richtung Schule. Da oben, da war noch irgendwo so ein kleiner Park. So ein Nationalpark. Und da war, wo die Kletterpunkte sind. Da ist ein Gebäude, das nicht instanziert ist. Da kann man bleiben. Da ist, wenn meines Wissens. Oh, guck mal, was der angerannt kam. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, was der angerannt kam? Der Blödmann. Der hat ja wohl nicht alle. Wie kam der denn auch einmal angesaust? Oh, Blut ab, du. Ich sag dir dann in aller Ruhe. Ja, ja. Der ist schon auf dem Weg zu mir. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich höre ihn doch. Ich höre sie doch. Da ist er doch schon. Warum lohnt's ab? Ich habe keine Fackel, ich habe gar nichts, ne? Ich habe nur einen doofen Stein. Ich habe nur einen Stein. Sonst gar nichts. Hörst du das Spiel? Ich glaube, die Lucy hört das Spiel. Die knurrt mit. Ich glaube, die Lucy hört das Spiel, die knurrt mit. Kann ich jetzt hier runtergehen? Das wäre schön, wenn ich das könnte. Komm, nimm das Messer. Nimm das Messer, mach ich für dich. Junge. Verstauchtes Handgelenk, verstaucht Platzwunde. Aber keine Blutung, ne? Ich glaube, keine Blutung. Schmerzen, Unterkühlungsrisiko. Das ist alles noch erträglich.
Ja. Und wo ist er jetzt hingerannt? That smarts a bit. Ah. Ja, ja. Eieieiei. Ich glaube, zu essen haben wir aber, ne? Das ist jetzt nicht unser Problem. Lass uns mal hierher gehen. Lass uns mal schauen. Dober Wolf. Jo, ein dober Wolf. Also wirklich. Nicht nett. Gar nicht nett. Darauf erstmal ein Bonbon. Mann. Aber wir haben auch nichts, ne? Wir haben kein Pfeil, kein Bogen, wir haben gar nichts. Um uns da zur Wehr setzen zu können. Da haben wir keine Möglichkeit gehabt. Müssen wir mal hier hoch, glaube ich, irgendwie. Dass wir mal schauen können. Na, geht das? Geht das? Ja, das geht. Ja, ja. So, da sind die Häuser. Genau, da geht's zum Bauern. Ich hoffe, dass ich hier auf dem richtigen Weg bin. Aber ich meine, das wäre hier gewesen, oder? Der See, da ist ja kaputte Haus. Hier oben müsste auch noch ein Haus sein. Mhm. Genau. Aber ich weiß nicht mehr ganz genau, wo das war. Ey, verdammt. Ob man erst die Straße runtergehen musste, ob das da irgendwo war, ich bin mir nicht sicher. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Was ist denn die Tageszeit? Oh, der Abend kommt. Vielleicht sollten wir gar nicht mehr hier reingehen. Doch, doch. Das ist so ein Haus. Leder. Arbeitshandschuhe. War das jetzt instanziert? Ich bin mir nicht sicher. Ja. Ach, dann dürfen wir hier nicht schlafen. Ich habe nämlich gerade das Bett gesehen. Das war sehr ladend. Einladend. Ah. Was? Kiste, ja, dürfen wir nicht machen, dürfen wir nichts machen, hier dürfen wir auch nichts kaputt machen. Nur gucken. Hier war drin? Nein. Karton, ja, ja. Nein, ich sehe nichts. Na gut. Ah, hier nur noch. Ja, da kann man noch Tee ausmachen, ne? Gesunden Tee für uns. Für den geschundenen Körper. Ja, ja, ich weiß, dass ihr kalt ist, aber was wolltest du machen? So ist es halt. Wir müssen halt dieses Häuschen abfinden. Wo ich gesagt habe. Ich glaube, wenn wir hier hochlaufen, kommen wir doch da schon ganz gut hin. Waldgebiet. Nimm das noch mit hier, kann man den noch Tee machen.
wenn da ein Ofen ist. Wenn nicht, müssen wir vor der Tür Feuer machen. Ich höre schon wieder jaulen. Ah, ja, ja. Ja, komm schon. Nimm Stöcke mit, was ich kriegen kann's. Schauen wir mal hier oben hoch. Das müsste doch hier schon irgendwo sein. Wenn ich mich nicht täusche. Ich hoffe, ich laufe hier nicht falsch. Park, hier ist der Park. Ja. Park passt. Der Park passt genau. Da ist was drauf. Ja, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Lalalalalala. Und das ist nicht instanziert. Das heißt, wir können bleiben. Was haben wir denn hier? Minus 9 Grad. Okay. Hier haben wir einen Ofen. Hier haben wir eine Schlafstelle. Und wir haben 1 Grad. Ah, sehr schön. Und ich darf hier wühlen und gucken, weil es nicht instanziert ist. Ich darf hier die Kartons kaputt machen und alles. Sehr schön. Wir haben soweit alles. Dann würde ich sagen, wir schlafen jetzt eine Stunde. Einfach nur, um zu speichern. So. Dann haben wir gespeichert. Wunderbar. Und dann machen wir in der nächsten Folge hier weiter und dann schauen wir uns mal genauer um. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Opa Henny. Tschüss, und wenn ich unten sehe, wie der Terz, da ist ja nicht mehr viel mit los, mein lieber Mann. Oh je. Okay, bis dann, tschüss.